Lausche auf. Ohren gespitzt. Was jetzt kommt, ist highly confidential oder auch top secret. Heute geht's nämlich um Geheimnisse. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Geheimnisse hat doch jeder. Aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Freunde und Familie müssen ja nicht immer alles über einen wissen. Aber das richtig Schöne an Geheimnissen ist, wenn man sie teilt. Das kann nämlich so richtig zusammenschweißen. Das bleibt unter uns. In einer WG Geheimnisse zu behalten ist besonders schwierig, wenn zum Beispiel die Wände zu dünn sind oder man so richtig neugierige Mitbewohner hat, die einen die ganze Zeit mit Fragen löchern. Mich lassen Geheimnisse komplett kalt. Hey Bro, Schlimmes ist im Gange. Ich kann da nichts für. Meine Nase riecht und deckt auf. Ich weiß es nicht genau, aber ich spür's in meinen Eiern. Okay, ich bin raus. Wie ich ihn gekriegt hab? Hey, es geht um Hannah. Oh, ich bin wieder drin. Ja? Also. Wenn die anderen beiden wüssten, was in dieser Truhe ist. Ist dir auch aufgefallen, dass Hannah sich in letzter Zeit echt ein bisschen komisch verhält? Bei was denn? Wissen Sie was? Sie haben sich ja triftig geschnitten. Sie glauben wohl, Sie können mich übers Ohr hauen. Wissen Sie was, wenn sich das nicht so abspielt, wie ich mir das vorstelle, ja? Komme ich vorbei, dann stehe ich morgen vor Ihrer Tür. Und dann, das wollen Sie nicht wissen! Was? Hannah! Ja, stimmt. Normalerweise telefoniert Hannah immer mit der rechten Hand am Ohr ab. Ja! Holy shit. Und dann ist auch noch das da passiert. Und Simon, wie sehe ich aus? Sind das etwa meine Ohrringe? Verdächtig und beängstigend. Total. Ist was, Leute? Nö. Wir lieben dich, Hannah, wir lieben dich. Jetzt, wo du sagst, fällt mir dann noch was auf. Ja, auch wenn es meine WG-Bewohner betrifft. Das heißt nicht, dass sie es erfahren müssen. Ja, nein, doch, absolut. Hannah hat ein Geheimnis. Geheimnis. Alter, wie lange haben die bitte gebraucht, das zu checken? Ob es mich überrascht, dass Hannah Geheimnisse von mir hat? Hat sie welche? Dieses Gefühl, dass jemand irgendwas vor euch verheimlicht, dass irgendein Geheimnis im Raum steht, von dem ihr nicht wisst, was es ist, das macht einen so richtig verrückt und dann fängt man an, allerlei Vermutungen aufzustellen. Ihre Oma! Oh ja! Der Kugelgrill! Nein, diese Plastikstühle damals. Ich habe gehört, wie sie gesprochen haben. Mit Hannah. Und Hannah hat mit ihnen gesprochen. Das ist es. Geheimnisse sind das Chili in einer WG. Manche, die halten es unter Schweißausbrüchen aus, andere schreien einfach laut los. Und Chili brennt immer zweimal. Ich habe bisher keinen Hinweis finden können. Sie etwa? Nun ja, ich habe unser Zielobjekt beobachtet. Wie aufschlussreich. Simon, willst du Schlosser werden oder was? Ich habe ein Foto gemacht. Erster Hinweis. Natürlich habe ich gemerkt, dass Piggelty und Frederik mich beobachten. Spätestens als Simon mich verfolgt hat. Ja, das habe ich gefunden. Ein zweiter Hinweis. Klar habe ich das Theater ausgenutzt. Ich meine, das ist doch auch mein Recht als Geheimnisträgerin. Ich wasche gerade mein Geschirr mit meinen Fingerabdrücken ab, damit keiner sie prüfen kann. Nein, lass mich das machen. Danke. Vergiss nicht, dass wir Pfannen. Glauben Sie nicht, dass sie uns an der Nase herumführt? Das mit der Wäsche war schon höchst auffällig. Warte mal, warum wasche ich jetzt noch mal deine Wäsche? Willst du eine Haarprobe von mir oder nicht? Ach ja. Mein Freund, nur die Ruhe. Wir haben einiges an Hinweisen gesammelt. Ja, wollen wir Hannah nicht einfach direkt fragen? Auf gar keinen Fall. Sie hat gesagt, sie will in Ruhe gelassen werden. Ah, das ist die Lösung. Hannah hat ein Geheimnis, was wir entschlüsseln wollen. Das Schlüsselloch.
So einfach und doch so simpel. Es gibt uns den Hinweis, dass wir dem Ziel nicht nur näher kommen, sondern etwas aufschließen müssen, um an die Lösung zu gelangen. Das Taschentuch. Zwar mit Hannas Rotze kontaminiert, aber nach Honig, Auberginen und herben Orangenschalen riecht. Das ist Möbelpolitur. Dritter Hinweis, ihre Fingerabdrücke. Schere, Stein, Papier, Bohrmaschine und eine Schere. Hannas Bastelzeug. Ich stehe auf dem Schlauch. Bemerkenswert, Dr. Nielsen. Dabei haben Sie mich doch eben selbst auf die Lösung gebracht. Hannah sagte, lass mich in Ruhe. Und das rannte sich rein zufälligerweise mit das Geheimnis liegt in der Truhe. Riecht nach Möbelpolitur, hat ein Schlüsselloch und hat Fingerabdrücke in derselben Intensität wie Hannas Werkzeug. Das erklärt aber nicht die Haarprobe. Tut es das? Ich denke schon. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich habe nie ein Geheimnis um die Truhe gemacht. Die dürften die Truhe beim Einzug ja sogar selbst hochtragen. Ja, es bleibt natürlich ein Geheimnis, auch wenn es eigentlich die ganze Welt betrifft. Die hatten einfach Tomaten auf den Augen. Tomaten im Hirn. Natürlich sollte man die Geheimnisse eines anderen respektieren. Jeder hat schließlich ein Recht auf Privatsphäre. Und seien wir mal ganz ehrlich, so ein bisschen Geheimnis bringt ja auch ein Prickeln in die Wiege. Außerdem will man vielleicht gar nicht alles von den anderen wissen. Mit diesen Werken lasse ich quasi die Hosen runter. Schluss jetzt! Du denkst, du kannst uns an der Nase rumführen, du denkst, du kannst uns wahnsinnig machen, aber nein! Wir spielen deine Spielchen nicht mehr mit. Entweder wir lüften das Geheimnis jetzt oder wir machen alle zusammen den Abwasch. Damit konnte doch keiner rechnen, dass Simon mal so ausrasten würde. Das war echt unerwartet. Ich bin wie eine Flasche Mineralwasser. Manchmal still, manchmal medium und manchmal eben volle Pulle. Aber Hanna hat's fast auch echt wieder zum Überlaufen gebracht. Okay, Simon, wenn du so scharf drauf bist, dann versuch dich doch an der Truhe. Echt? Ja. Ah, geil. Ja, vielen Dank. Aber du hast nur 30 Sekunden Zeit. Und wenn du es nicht schaffst, dann verrätst du mir das Geheimnis deiner perfekten Augenbrauen. Oh, no. Nils, we have a mission. Simon? Okay. Oh, so, lass mich dir helfen. Ich zähle auf dich. Okay, pass auf. Das läuft. Ja! Ja! Sollen wir es dann doch einfach mit dem Code probieren? 5Z3Y4½12. Okay. Was? Digga! Yeah! Jawohl! Genau so! Wie konnten Sie das wissen? Hanna kann sich keine Passwörter merken. Hund, Katze, Regenschirm. Hund, Katze, Regenschirm. Hund, Katze, Regenschirm. Ich will Kleinanzeigen, Passwort. Verdammt, jetzt muss ich mir ein neues suchen. 8, 9, 2, 3, 6. Hanna, schon mal was von Touch Unlock gehört? Es gibt doch bestimmt 10.000 Kombinationsmöglichkeiten, oder? Das war doch idiotensicher. Es war ihr Geburtstag. Endlich haben wir es. Hannas Geheimnis ist gelüftet. Und mal schauen, was es... Was hat das zu bedeuten? Ganz ehrlich, ich habe die Fotos eigentlich nur aus Jux und Tollerei auf eBay Kleinanzeigen gestellt. Aber plötzlich haben sich Galeristen aus der ganzen Welt dafür interessiert. Sie hat mein Gesicht online gestellt, ne? Eiskalt. Naja, das ist eine echt originelle Idee und es verkauft sich gut. Und wer kauft sowas? Das MoMA in New York, der Louvre in Paris und irgendjemand aus Brandenburg. Wer um alles in der Welt will bitte meine Fresse im Wohnzimmer hängen haben? Meine Fresse? Ich meine, obwohl. Hallo, wir haben richtig Kohle gemacht. Das heißt, wir können unseren Campingausflug finanzieren. Ich fühle mich einfach persönlich, in meinen persönlichen Persönlichkeitsrechten, persönlich angegriffen, ja? Missbraucht. Es ist einfach irgendwo ein menschliches, persönliches Recht, was hier einfach gegen mich persönlich angegriffen wurde. Ich habe den Wohnwagen schon gebucht. Das können wir jetzt auch wirklich nicht mehr stornieren, ne? Come on. Jungs? Wenn ihr diese Truhe gewinnen wollt, in der sich folgende... Psst, das ist ein Geheimnis. Dann schreibt doch einfach mal euer größtes Geheimnis in die Kommentare unten. Und derjenige mit dem spektakulärsten Kommentar gewinnt. Viel Glück. Viel Erfolg. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Und hier könnt ihr das letzte Video angucken. Und was ihr hier findet, das ist ein Geheimnis. Was ist das? Ich will es wissen. Ich will es auch wissen. Klicke mit der Laufe. Klick. Tschüss.